Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Big Farm Story. Wir sind gestern noch, oder besser gesagt beim letzten Part, noch hier hochgegangen zum Opa, mit dem ich jetzt dann gleich sprechen werde. Und dann hoffe ich mal, dass unser Alpaka überall freigeschalten werden wird. Wie gefällt dir dein neues Häuschen? Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du das alles organisiert hast. Na klar, ich helfe meinem Opa doch immer gerne. Du hast hier wirklich einen Platz gefunden, nicht nur auf der Farm. Auch unter den Bürgern von Kastanienhain, jeder kann das sehen. Du bist jetzt ein vollwertiger Teil der Gemeinschaft und alle behandeln dich auch so. Naja, sie haben auch gesehen, dass du wirklich Hilfe brauchtest. Vielleicht, dann ein bisschen von beidem. Gut, Belohnung einsammeln. Baubus, du warst in den letzten Tagen eine enorme Hilfe. Ich möchte nochmal wiederholen, wie stolz ich auf dich bin. Und ich denke, es ist Zeit für eine angemessene Belohnung. Ich brauche nichts, Opa. Ich freue mich einfach, dass ich dich hier gefunden habe. Warte, bis du es siehst. Du wirst es lieben. Was ist es denn? Ich habe ein Baby-Alpaka. Alt genug, um ein neues Zuhause zu finden. Ich möchte es dir geben. Wirklich? Mein ganz eigenes Alpaka? Es ist ein Geschenk, aber auch eine Verantwortung. Bevor ich es dir einfach überreichen kann, hast du noch etwas zu tun. Du musst einen großen Stall für das Alpaka vorbereiten. Und stell dir auch sicher, dass es da genug Platz für das neue Jungtier gibt. Den Stall ausbauen. Ich kümmere mich gleich darum. Jawohl, jetzt haben wir das hier. Wunderbar. Wir haben Level 66. Wunderbar. Ich nehme natürlich nochmal den Anbau-Token, weil uns fehlt ja noch was. Und dann kann ich mal hier wieder was anpflanzen. Ja, doch. Wir ziehen das jetzt halt mal durch hier mit der Petersilie. Ist jetzt eh schon, ne, dass du jetzt zwei Felder zu bewirtschaften hast hier. Nicht nur unten, sondern eben auch hier. Naja. Aber gut, es gibt halt nun mal Pflanzen, die wachsen besser in den höheren Höhen. Ups. Dankeschön. So. Dann... Jetzt ist die Frage, Alpaka. Nee, es bringt mich nur nach Hause. Na ja, gut. Ist halt einfach so. Jetzt schauen wir mal, ob wir genug haben. Genau, den können wir nämlich machen. Dünge 50. Wie viel brauche ich für die Birne? Nein, für die Birne, bitte. 40. Alles klar, freischalten. Jawohl, wächst der nämlich auch gleich. Was brauche ich dann später da? 30, okay. Alles klar. Würde ich sagen, tun wir erst einmal, ups, tun wir erst einmal hier noch ein bisschen rumgucken, ob wir was finden. Ich könnte auch mal wieder Metall mitnehmen. Ja, das Metall, das dauert halt einfach ein bisschen. Wenn ich es nicht richtig erwische, na, dann... Na, verdammt. Na, heute bin ich zu langsam mit dem Ganzen. So, tun wir mal noch das da. Das Metall nehmen wir heute auf jeden Fall mal mit. Und komm. Concentration. Na also, geh doch. Im Grunde müsste ich auch mal Felsen sammeln, ne? Das ist... wäre auch wichtig. Aber ich möchte noch unten das Holz holen. Vielleicht können wir dann heute noch die nächste Erweiterung holen. Vom Owen. Der ist bestimmt noch happy wegen seinem Picknick. Na, Baumstämme? Hallo? Da. Oh. Da war ich wieder zu langsam. Aber diesmal verballere ich meine Punkte. Erstmal den Stamm.
Ja, ich bin eh mal gespannt, was es noch so alles geben wird, weil wenn man die Anfangskarte ja immer sieht, finde ich das immer ganz interessant. Wir gehen doch im Wald, wegen den Baumstämmen. Jawohl, da haben wir nämlich schon mal einen. Die anderen muss ich auch wieder mitnehmen, weil da habe ich ja keine mehr. Oh, und ich habe keine Energy mehr. Ah, na komm, hau dir eine Energy rein. Hier 30 Punkte, das geht schon. Dass wir ein bisschen Holz noch mitnehmen. Weil wir haben halt gar nichts mehr, ne? Ja, es war 0 im Inventar. Pilzchen. Da habe ich keinen Stamm. Steckelchen. Schauen wir mal noch da oben. Wegen den größeren. 8 Punkte haben wir noch, also sollten wir auch noch einen fällen können ohne Probleme. Ja, komm, dann haue ich mir jetzt eben nochmal was rein. Wir brauchen das Zeug halt einfach. Dann können wir vielleicht gleich einmal am Shepherdhof vorbeilaufen. Können wir mal schauen, ob ich das bekommen kann. Ich muss natürlich auch, wie gesagt, noch... Ach komm. Ich muss ja auch, wie gesagt, noch Eisen sammeln. Ganz viel. So, einmal... Ja, gut. Shepherd Farm einmal durchlaufen. Ich wollte eigentlich nur den Sand... Da, den Sand auch noch. Noch 5 Punkte. Oh ja, dich darf ich nicht vergessen. So, dann gibt es heute mal die Schneeglöckchen. Oh, nee, warte mal. Ringelblume haben wir ihr, glaube ich, schon mal gegeben. Geben ihr Schneeglöckchen. Und? 4 Punkte, okay. Also, Carpenterhof. Natürlich nochmal ganz kurz gucken, wegen Sand oder so. Wie viele Punkte habe ich noch? 4. So. 40 brauche ich da, ne? Und ich habe 44. Machen deine Arbeit sogar noch leichter. Alles klar. Wunderbar. So, und hier brauchen wir eben diese Eisenteile, ne? Aber ich glaube, die habe ich noch nicht. 20 große Eisenteile fehlen, alles klar. Verkaufen kann ich dir... Boah, gute Frage. Wenn wir dafür vielleicht mal 10 Stück verkaufen, das sind aber auch nur 20 Punkte, ne? Ich lasse das mal mit dem Verkaufen. Ich schaue lieber, dass ich sowas bauen kann wie das Bett, weil das bringt mir nämlich dann wirklich richtig gut Geld. Also einfach immer schauen, dass ich die größeren Sachen baue. Aus den Decken die Kissen und aus den Kissen dann und den ja, Kaninchenzeugs dann eben die Betten. Ist, glaube ich, wichtiger. So, einen Punkt haben wir noch. Dann laufen wir halt mal zurück. Mal schauen, ob es da noch einen Sand gibt. Nö. Kann ich noch was? Nein. Kann ich nichts mehr, aber die Blumen, glaube ich, kosten mich nichts. Ne? Die kleinen hier. So. Da passt alles. Ja, können wir eigentlich schon wieder schlafen gehen. Schauen wir mal ganz kurz, was ich machen kann. Also das Bett. Fürs Bett brauche ich noch Kissen und Holzbalken. Holzbalken brauche ich halt... Ah. Kissen?
kann ich auf jeden Fall zwei machen. So, schauen wir mal, was wir da noch machen können. Wir müssen ja auch schauen, dass wir an Geld kommen, ne? Da könnten wir tatsächlich mal machen. Ich mache das jetzt immer nur so, dass wenn ich 5 Stück herstellen kann, dann stelle ich die 5 Stück her und dann passt's. So, hier können wir sogar ein paar mehr machen. So, wie schaut's da aus? Da haben wir jetzt auch genug. Können wir auch einmal 5 Stück machen. Aber Erdbeeren glaube ich noch nicht. Nee, Erdbeeren noch nicht. Dann machen wir lieber hier nochmal. Milch sammeln wir ja wieder ein. Passt. Ich habe noch recht viele Karotten, glaube ich, wenn ich die nicht alle verarbeitet habe. Jo, 63, das passt. Dann können wir nämlich da auch noch was machen. Wir können mal da noch gucken. Was können wir denn da noch machen? Scharfe Fischsuppe. Jo, machen wir mal. Hurra, haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ich hoffe mal, dass die auch gut Geld bringen. Wie schaut es damit aus? Können wir auch machen. Ach, wegen Chilischoten können wir das jetzt machen. Scharfe Karotten. Alles klar. So. Erdbeernachtisch, nein. Nein. Ich heb die mal auf für... Entweder für Omelette. Da könnte man noch welche machen. 5 Stück. Das ist gut. Weil die bringen bestimmt einiges an Geld auch. Nee. Ja, das haben wir dann zu wenig Zutaten noch. Nee, dann hauen wir lieber noch ein bisschen Karotten durch. Schade, dass ich da nicht mehr machen kann gleich. Es ist halt immer fünferweise nur geht, maximal. So, 25 machen wir noch einmal. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Karotten übrig. So. Einmal, halt. Ich muss noch mal raus. Bevor die Nacht einbricht. Wir müssen mal ganz kurz an die Mühle. Weil wir stellen jetzt nämlich noch Dünger her. Wir haben ja jetzt keinen mehr. Und Eier haben wir noch ein paar. Das heißt, wir können zumindest 12-mal Dünger herstellen. Ja, du bist in die richtige Richtung gelaufen. Da bin ich schon mal erfreut. Oh, 9 besondere Leckerlis. Klasse. Schade, dass ich das dem Haustierchen nicht irgendwas Gutes tun kann auch. Das gibt mir immer wieder Zeug, aber ich kann das Tierchen nicht belohnen mit irgendwas, ne? Hurra, hurra. So, wir sammeln gleich mal das Zeug aus der Küche ein. Dim, 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 dim. Machen können wir jetzt halt eh nichts. Die Gurken, glaube ich, brauchen noch einen Tag. So. Und wir haben wieder einen Auftrag. Auch wieder von Nathan. Blaubeeren. Jawohl. Können wir ihm auf jeden Fall dann gleich bringen. Aber zuerst mal hier... Oh, die sind fertig. Okay, das heißt, wir können recht viele Gurken dann machen. Was bauen wir diesmal an? Ich würde sagen, wir machen tatsächlich mal Erdbeeren. Die brauchen halt 3 Tage, aber das wäre ja egal, ne? Die werden wahrscheinlich auch nicht reichen. Also mit dem Gießen andererseits, auch wenn ich nicht so gern der Typ bin mit Regen, aber das erspart einem schon einige Sekunden, ne, die man hier verbraucht. Das können wir ja leider noch nicht ausbauen. Haben wir noch für einmal noch. Okay, dann gehen wir mal kurz an die Kiste. Erdbeeren.
49. Oh, wir können wir sogar kaufen. Super. Die Gurken muss ich aber auch noch auffüllen. Weil ich möchte es eigentlich schon so machen, wie ich es gesagt habe, dass wenn ich Zeug anpflanze, dass ich dann im nächsten Schritt gleich hingehe und dann die Samen wieder auffülle. Gut. Von daher schauen wir mal. Ich kaufe die Erdbeeren gar wieder, dass wir da wieder voll sind. Und wir kaufen die Gurkensamen. 462 ist okay. Ist halt jetzt halt einfach so. So, verkaufen. Schauen wir doch mal, was wir hier alles verkaufen können. Auf jeden Fall alles, was wir hergestellt haben, werde ich jetzt halt verticken. Jo, das sind fast 1000. Das ist ja cool. Oh, und da habe ich 30 Stück schon. Kriegst du den ersten Apfelkompott? Okay, das ist auch nicht schlecht. Das bringt mir 80 pro. So, der bringt mir 45. Also das, ja, das Apfelkompott ist eigentlich mit am ergiebigsten von den Kosten her, ne? Hier kriegen wir 72. Oh, jetzt kommt Geld rein. Ehrlich. Da sind wir bei 60. Das bringt uns 54. Ist auch nicht schlecht. Ich bin jetzt halt einfach mal rigoros. Was? 144. Habe ich das vergessen? So. Fischemäßig nur das, was über 20 drüber geht. Auch wenn es da nur ein paar Münzen sind. Aber... ne, Kleinvieh macht auch Mist, sagt man. Die Sachen, die lasse ich alle. Also ich habe wirklich viel zu viel, aber das kann ich ja auch zu Dünger verarbeiten hier. Den Kräuterchen da. Da kommt so langsam mal was rein, ne? Das ist da auch. Also Pilze, ne? Das Einzige sind dann die Pfifferlinge hier. Die ich noch nicht so in der Masse habe. Ja, Kirschen und sowas und Äpfel, das sollte ich definitiv verarbeiten. Das sollte ich so nicht verkaufen. Okay, nee, dann passt es. Wir können nochmal gucken, wo uns was fehlt. Dass ich da wirklich wieder auf dem vollen Stand bin. Ja, die hast du doch gerade gekauft. Weil es sind jetzt halt nämlich auch dann nicht so viele Sachen, die wir da kaufen müssen. Ich denke mal bis 5000, wenn wir runterkommen. Aber dann habe ich einfach schon... halt, die hast du doch schon. Dann habe ich halt schon gleich die Basis. Wir haben dann immer die Taschen voll. Wenn wir was anpflanzen, füllen wir es gleich wieder. Und dann ist es vom Überblick doch her schon wesentlich besser. So. Dünger kostet halt 60, ne? Ich brauche natürlich Dünger, aber den stelle ich lieber her. Squilly. Jawohl, her damit. Ihr könnt mir gerne auch einmal reinschreiben in die Kommentare, ob ich auch teilweise vielleicht mal die Sammlerei rausschneiden soll. Aus den Videos, wenn ich jetzt die Tiere versorge und sowas. Es gehört dazu, ganz klar, aber es kann ja auch, ich vermute mal, es kann ja auch mal langweilig werden, wenn ich da immer das Gleiche machen muss. Ist aber halt ein Teil vom Spiel, ne? Da komme ich nicht drum rum. So, wir schauen dann auch gleich einmal wegen dem Stallausbau, weil der kostet ja auch einiges an Geld. Ich glaube, das waren auch schon 7500 oder mehr. Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, Dünger.
So, oh, Kirschen können wir holen. Cool. Äpfel leider noch nicht. So, schauen wir mal. Tierfutter. Das kostet halt immer gleich 10, ne, die Wildblumen, aber gut. Das andere ist, Wildblumen, die sammeln wir ja, wenn wir Blumen einsammeln, also... So, da habe ich immer noch nicht angebaut. Da habe ich schon einige verballert. Da hätte ich noch Karotten. Können wir eigentlich machen. Mir wäre es jetzt wichtig, dass wir ein bisschen Tierfutter noch herstellen. So, Großtierfutter geht wahrscheinlich nur einmal, jawohl. So, und dann noch der Dünger, der Ding. Oh, warte mal, wie viel haben wir denn da? Das kostet halt gleich 20, ne? Bringt uns 3 und die Eier bringen uns halt dann gleich 4. Also komm, machen wir die, lassen wir es laufen. Wir brauchen jetzt jeden Dünger, den wir kriegen können. Ich will den bloß nicht kaufen. Ah ja, da steht er schon. Gucken wir mal. Stallgröße. Wir brauchen 7500 Schindeln und Steinbrocken. Das heißt, wir kommen nicht drum rum. So, hey Bobers, über Leo. Oh wow, das sind ja eine Menge Kieselsteine. Du warst echt fleißig, Bobers. Ah. Zack, er taucht neben dir auf, schnaubt die Kieselsteine an und kuschelt sich dann dankbar an deine Schulter. Na, sieht sich das einer an. Da hast du jemanden aber glücklich gemacht. Vielleicht kannst du ja auch weiterhin regelmäßig alle Kieselsteine aufsammeln, die dir auffallen. Und du kannst natürlich gleich mal mit ihm den Ausflug ins Städtchen ausprobieren. Es macht tatsächlich super Spaß, auf Leo zu reiten. Er sieht dich begeistert an und springt aufgeregt hin und her. Ich genieße diese schnellen Spurz mit ihm ebenfalls. Dann mach mal noch viel Spaß, ihr zwei. Ich muss mich mal wieder an die Arbeit machen. Cool. So, aber deswegen ist er wahrscheinlich nicht da. Vermute ich mal. Ne, kein Ausrufezeichen. Ich denke, der schaut wegen dem Platz. So. Aber ich werde nicht anfangen, Steine zu kaufen, ganz ehrlich. Ah, hat gereicht. Wunderbar. Das war noch ein Leckerli. So. Gott. Nochmal mit ihm quatschen. Über das Alpaka. Stein muss richtig vorbereitet werden, bevor du das Alpaka nehmen kannst. Alles klar. Das heißt, der steht mir jetzt halt hier am Gehege rum. So, schauen wir mal. Wir können jetzt in die Stadt. Ah, okay, da ist es. So. Na dann. Über deine Anfrage. Hier habe ich mitgebracht. Alles klar. 150 Taler. Freundschaftszogen. Super. Wir haben Level Up 67, jawohl. Ich nehme jetzt nochmal den Anbautoken, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wie viele wir noch brauchen. Deswegen gehen wir jetzt mal da nach oben. Nein, nicht mit ihm. Doch. Wir brauchen nur noch einmal, okay. So, damit haben wir dann keine Anbautoken mehr. Na gut, dann kann ich den eben verkaufen. Nee, nicht kaufen. Verkaufen. Ja, und da kriege ich 100 dafür. Alles klar. Nee, wir brauchen dann den Bautoken. Ich meine, wir sind ja schon weit genug, ne? Das ist ja nicht das so. Wir können auf jeden Fall den Stall ausbauen. Wir brauchen halt jetzt nur noch die Materialien. Squirrely, wohin läufst du denn? In die unterste Ecke. So, wir gehen dann mal wieder Kastanien heim. Dass wir hier noch ein bisschen Holz sammeln können. Ist klar, ich habe so viel Holz verballert, ne? Aber durch das, dass wir recht viel Geld brauchen, müssen wir natürlich schauen, dass wir das Holz ran schaffen.
Und ich würde ja zu gern alle Bäume fällen. Lass mal den Pfiffer holen. So, einmal das da noch. Und dann schauen wir da unten rechts noch. Da. Wunderbar. Das sind zwar jetzt die großen, aber das macht nichts. Die brauchen wir auch. Also in der Stadt, wenn ich bin und zufällig neben dem Schild stehe, dann geht es auf jeden Fall schnell mit dem Alpaka. Ansonsten muss ich sagen, ist die Möglichkeit, über die Freundesgärten zu gehen, natürlich von jeder Stelle aus am schnellsten. Du wolltest keine Fische machen eigentlich. Lass die mal. Ich dachte aber jetzt wirklich, dass ich überall... Oh. Wie? Ach, ich bin... gar nicht aufgefallen. Jetzt ist der halbe Tag rum und ich habe tatsächlich schon keine Energie mehr. Na naja, gut, die Hölzer fällen, das bringt halt einfach, das nimmt immer sehr viel Energie weg, ne? Ich brauche Steine. Jawohl, noch ein Würmchen. Wäre cool, wenn es so einen Point überall gäbe. Na gut. Dann bitte einmal... So. Wir brauchen... Also hier haben wir ja nichts mehr, nur noch für das Alpaka im Grunde. So, und dafür brauchen wir wirklich die Steine. Habe ich denn die Tierchen schon versorgt? Ja. Also manchmal, ehrlich, da weißt du dann immer, habe ich es jetzt schon gemacht oder nicht? So, gehen wir mal in den Wald. Notfalls esse ich nochmal was. Hauptsache, wir können jetzt halt recht viel Stein und auch Holz mitnehmen. Da vorne war auch noch Pilz, oder? Nee, war keiner. Ist egal. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal was essen. Weil das darf ich mir jetzt halt nicht... Wohl wunderbar. Ob ich die aufbrauchen kann? Ich probiere es einfach mal. Aber ich glaube ja. Leider die Hölzer, wenn ich ja schon welche farme. Ja, es sind doch immer 5 Punkte, ne? Die natürlich auch mitnehmen, ganz klar. Die Reusen lasse ich. So, und da vorne hat man doch auch noch einen Stamm. Bevor ich nach hinten gehe, erst einmal hier noch. Felsen.
gleich noch mitnehmen. Also wirklich einmal mit den Baumstämmen zu tun haben und du bist ruckzuck leer. Habe ich wahrscheinlich noch 5 Punkte. Das reicht gerade für den Stein hier noch. Und 0. Tja. So schnell sind die Punkte weg, ne? Und gerade wenn du irgendwas zielmäßig verfolgst, ne, dann ist klar. Gerade sowas wie mit Baumstämmen und Felsen, das nimmt dir halt wirklich dann extrem viele Punkte weg. Na gut, ich denke, dass ich jetzt halt auf jeden Fall erst einmal Schluss machen werde. Und ich werde dann wahrscheinlich mal ein bisschen farmen gehen. Und das Ganze quasi so weit voranbringen, dass wir das nächste Mal hoffentlich den Stall auch ausbauen können. Das wäre, denke ich mal, ganz nice, weil wir da können wir auf jeden Fall machen. Nein. Da auf jeden Fall. Da können wir mal ein paar Gurkengläserchen machen hier. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ich muss halt noch diesen Lorbeer da, oder was das war, muss ich halt auch immer wieder... Naja. Gut, dann machen wir an der Stelle jetzt mal Schluss. Ich guck mal, was ich da vielleicht noch hinhängen kann. Jawohl, dann hängt da noch ein Bild, dann ist es nicht so leer. So, gut, in dem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank für ein Like, für Kommentare und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao. Ja, es wird spät, ich sollte nach Hause gehen. Ciao, ciao.